die ersten Prototypen unserer Klotzbeuten, die wir dann in die Bäume hochhängen wollen. Die Idee wurde uns überbracht von Dr. Hartmut Jungius, der hat ein WWF-Projekt geleitet, hat aus dem Ural die Zeidlerei in den, nach Polen zurückgeholt. Und wir möchten jetzt die Zeidlerei von Polen zurück in die Schweiz holen. Das Gute ist, dort, wo die Bäume zu dünn sind, zu jung, ist das Spiel noch nicht verloren. Wir können nämlich Klotzbeuten in die Bäume hängen. Das heißt, wir höhlen ein Baumstück aus mit Totholz und hängen das in den Baum hoch. Und das ergibt denselben Nistplatz, dieselbe Baumhöhle eigentlich wie in einem lebenden Baum. Das heißt, auch junge Wälder können wir dafür hernehmen und Bienennistkästen verteilen. Was ist interessant an der Zeidlerei? Die Zeidlerhöhle ist insbesondere ein fixes Volumen. Das heißt, ich kann hier keine Honigräume aufsetzen. Und wir bezeichnen das als naturnahe Bienenhaltung, weil wir eben genau keine Honigräume aufsetzen können. Und ohne Honigraum können wir frei schwärmen lassen. Wir verzögern den Schwarmtrieb nicht, wir beeinflussen den Schwarmtrieb nicht. Aber die Arbeit wird sich lohnen. Das ist die natürlichste aller Bienenbeuten, die man sich vorstellen kann. Ein bisschen Schweiß und Arbeit hat noch niemandem geschadet. Das ist ein Spezialwerkzeug aus Moral. Die Russen ursprünglich gemacht und es ist nicht ganz einfach, ein Loch in einen lebenden Baum oder in eine Klotzbeute hineinzuschlagen. Und zwar wollen wir verhindern, dass der ganze Baum geöffnet werden muss. Das heißt, es gibt nur ein kleines, 10 cm breites Eingangsloch und dahinter muss man eine ganze Höhle eigentlich ausgraben, ausbrechen. Eine Höhle von ungefähr 30 cm Durchmesser. Und das geht eben am besten eigentlich, wenn man mit so einem Spezialwerkzeug die Höhle ausbricht.